Jetzt müssen wir mal warten. Wir sind überpünktlich. Hallo, hallo. Hallöchen. Wie immer gleichzeitig auf Instagram und unten, in dem Fall hier unten auf Facebook, live. Und wir warten erstmal, bis hier sich die Livestreams füllen. Hier unten auch schon, hallo, bei Facebook auch schon jemand eingeschaltet. Hallo. Wir gucken natürlich wie immer mehr nach oben, weil bei Instagram natürlich deutlich mehr los ist als auf Facebook. Aber trotz alledem sprechen wir natürlich auch unten an, ganz klar. Wir hoffen, es geht euch gut, ihr hattet einen schönen Tag, einen sonnigen Tag. Ab morgen soll es ja angeblich regnen, mal gucken. Und sieht bisher alles positiv aus hier. So, also wir sind jede Woche live, jede Woche Dienstag um 21 Uhr. Wir machen das für unser Team, um einfach unsere Partner zu unterstützen. Wir erklären das Geschäft, das machen wir schon super, super lange. So, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, ich würde es gerne mal wissen. Mindestens seit 2 Jahren. Und ja, wir machen das, weil es uns auch unglaublich viel Spaß macht, aber wie gesagt, auch einfach zur Unterstützung. Und werden gleich mal mit euch über die Möglichkeit hier sprechen, über die Chance LR. Vor allem auch in der aktuellen Situation und auch über das Thema, was wir gerade angesprochen haben. Wir machen dieses Video nicht für uns, wir machen das Video für die Menschen, mit denen wir seit 4 Jahren zusammenarbeiten. Mit mittlerweile über 12.000 Menschen arbeiten wir zusammen auf der ganzen Welt, ist jetzt zu viel gesagt, zumindest in ganz Europa. Und da reden wir eben auch über das Thema Unterstützung heute, weil viele von euch, die jetzt hier reinkommen, sagen vielleicht, ja, ich kann mir das Ganze schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe es ja nicht gelernt oder sonst was. Auch alles Dinge, die wir uns damals gesagt haben und auch da werden wir heute drüber sprechen. Aber ich würde sagen, es füllt sich langsam. Wir fangen einfach erstmal damit an, uns auch einfach vorzustellen. Richtig, ja. Wir sind Sarah und Dion, wir sind verheiratet, wir haben 2 kleine Töchter, kommen aus Kassel. Sind jetzt auch wieder zurück in Deutschland und machen das LR-Geschäft seit 4 Jahren. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Weil ich früher einfach einen Beruf hatte, bei dem ich unglaublich wenig Geld verdient habe. Ich weiß, heutzutage kann sich das kaum einer vorstellen, wobei laut unserer Umfrage verdienen die meisten absolut wenig Geld. Ich habe sehr wenig Geld verdient im Einzelhandel und habe das richtig zu spüren bekommen, als wir der Elternteil waren, beziehungsweise ich, als ich diesen fetten Antrag da ausgefüllt habe. Und ja, es war schon hart zu merken, dass man sein Leben lang gearbeitet hat. Ich habe nie nicht gearbeitet oder so, also ich war immer ein fleißiger Mensch, auch in dem, wo ich gearbeitet habe. Ich habe mich immer weiterentwickelt, immer super viel gemacht, mehr als ich musste. Und trotzdem, nur weil ich entschieden habe, ich werde Mama, ich möchte Kinder haben, ich möchte mit ihr aufwachsen sehen, wurde mir ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil das eben so ist, wie es ist. Und ich dann eben deutlich weniger bekommen habe wie vorher. Vorher eh schon kaum was. Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte mir nur 1 Jahr Elternzeit leisten. Das war halt richtig hart. Wir können ja hier reinschreiben, alle Mamas, wie lange ihr Elternzeit nehmen konntet. Ich weiß, manche können sich auch 3 Jahre nehmen. Die haben unglaublich viel Glück, da gibt es wenige von. Ja, viele schaffen es 2 Jahre, bei mir war es wirklich nur 1 Jahr möglich. Und hier steht gerade schon, alles wird immer teurer und teurer. Genauso ist es auch. Und wir mussten ja trotzdem alles weiter bezahlen. Ne? Und deshalb ging das einfach bei uns nicht anders. Und damals sind wir zum Glück auf das LR-Geschäft aufmerksam gemacht worden, über Instagram. So als hätte es so sein sollen, habe ich eine Nachricht bekommen, ob ich nicht mit meinem Handy Geld verdienen möchte. Ohne Vertrag, ohne Risiko, wo ich möchte. Und was machen Sie denn da? Sprechen da kommen wir gleich drauf. Aber du kannst es auch gerne nutzen. Genau. Das ist auch ganz wichtig, ja. Und so wie Sarah gesagt hat, haben wir diese Nachricht bekommen. Und eins, und das ist das, was wir jetzt sagen, ist uns ganz wichtig. Wir waren super, super skeptisch, als wir diese Nachricht bekommen haben. Warum? Vielleicht wie der ein oder andere von euch. Man kann sich es im ersten Moment halt nicht vorstellen. Da erzählt dir jemand, hey, könntest du dir vorstellen, dir vielleicht nebenbei 250, 1250 Euro dazu zu verdienen, von zu Hause aus, hauptsächlich mit dem Handy. Dann sagst du natürlich, vorstellen kann ich mir das, aber ich glaube es in dem Moment nicht. Aber genau deshalb sitzen wir heute auch hier und deshalb sitzen wir jede Woche hier. Und deshalb seht ihr so viel auf unserem Profil. Ich komme gleich, meine Tochter ruft. Weil eins ist ganz, ganz wichtig. Wir sind dafür da, euch zu informieren. Und dasselbe haben wir damals gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir können es uns zwar nicht vorstellen, aber wir beschäftigen uns mal mit der ganzen Geschichte. Wir fangen an zu googeln, wir fangen an mit Menschen zu sprechen, wir stellen Fragen. Genau das haben wir gemacht. Und dann ist eben eins für uns rausgekommen. A, haben wir Menschen gesehen, die die Produkte nutzen, da werden wir auch gleich mal ein bisschen was zu sagen. Dann haben wir Menschen gesehen, die damit ein bisschen Geld verdienen, die sowas hauptberuflich machen. Wir haben Leute gesehen, die so Autos fahren. Wir haben plötzlich hier in Kassel solche Autos gesehen. Und dann fragst du dich zwangsläufig, was ist an der ganzen Geschichte dran? Und vor allem fragst du dich, ob es nicht vielleicht sogar was für dich ist. Und wir haben für uns damals gesagt,
Wir werden nicht rausfinden, ob es was für uns ist, wenn wir es nicht ausprobieren. Und wir haben für uns gesagt, wir haben unserer Auffassung nach hier nichts zu verlieren. Das heißt, wenn wir es nicht ausprobieren, dann werden wir auch noch in einem Jahr oder in 2 Jahren rückwirkend wahrscheinlich denken, was wäre, wenn wir damals gesagt hätten, komm, wir probieren es einfach aus. Und so haben wir gesagt, nein, wir wollen selbst im Worst Case auch sagen können, es ist nichts für uns. Wir wollen es ausprobieren und uns ein eigenes Bild davon machen. Und das haben wir gemacht. Und es ist nicht so, dass wir hier von heute auf morgen durch die Decke gegangen sind, von heute auf morgen super viel Geld verdient haben. Überhaupt nicht. Wir haben im ersten Monat in dem Geschäft 20,75 € verdient und nach einem Jahr gerade mal nebenbei 300 €. Aber ganz, ganz wichtig, wir haben festgestellt, okay, das, was wir hier machen, wird vergütet. Das heißt, machen wir viel, kriegen wir viel, machen wir wenig, kriegen wir wenig. Heute ist es ein Hauptjob. Wir haben im letzten Jahr über 160.000 € damit verdient, im letzten Monat über 16.000 € und unser höchster Monatscheck waren über 19.000 €. Warum sage ich das? Warum sprechen wir darüber? Erstens, weil wir es dürfen und zweitens, weil ich euch auch eben gesagt habe, dass das nicht über Nacht passiert ist, sondern dass wir uns das aufgebaut haben. Und genau darüber wollen wir auch mit euch heute sprechen. Ich würde sagen aber als allererstes, geben wir euch auch einfach nochmal einen kleinen Einblick, was ist die Firma LR überhaupt? Ihr seht Sarah schon da hinten, die holt nämlich einfach mal ein paar Produkte und wenn ich jetzt zumindest Insta mal ein bisschen drehe, seht ihr unsere ganze Küche überall vollstehen. Denn das ist ein besonderer Punkt der Firma LR, denn viele von euch werden sagen, ich kenne die ja gar nicht. Und Sarah wird euch jetzt sagen, wieso ihr die eventuell nicht kennt. Wir kannten die auch nicht. Wir hatten aber tatsächlich dann doch Produkte zu Hause. Und das geht so vielen so. Ich habe erst neulich wieder Nachrichten bekommen von wegen, ja, jetzt, ich habe das rausbekommen. Ich habe von meiner Kosmetikerin immer Produkte bekommen und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel eine Handcreme. Eine ganz normale Produkte, eine Handcreme. Sowas produziert er ja. Oder zum Beispiel auch Desinfektionsmittel. Aber auch Produkte wie Zahnpasta, Shampoo und so weiter. Deo. Das sind Alltagsprodukte. Das ist halt was ganz, ganz Cooles, weil wir sagen, LR ist eine Chance. Warum ist sie eine Chance? Weil sie aus einer Sache, die eigentlich normal ist für uns Menschen, Pflegeprodukte nutzen, eine Chance machen. Wie krass ist das denn, als wir das damals angefangen haben und dann nicht so wirklich, also mittlerweile weiß jeder in der Umgebung, was wir machen und so weiter, das hat sich schon groß umgesprochen, aber früher nicht. Und wenn man dann erzählt hat, man verdient mit Alltagsprodukten Geld, die man sowieso benutzt, schon sein ganzes Leben, seitdem man denken kann, früher haben uns die Eltern eingeschmiert, mittlerweile kaufen die uns regelmäßig unsere Sachen und ich glaube, das geht bei jedem so. Ja, mit Alltagsprodukten kann man hier Geld verdienen. Wieso? Ganz einfache Geschichte. Sarah hat es eben gesagt, wir reden von über 400 Produkten. Ne? Also wirklich Daily Use, um das vielleicht auch mal klar zu machen. Ganz kurz, im letzten Jahr, Firma LR gibt es mittlerweile seit 36 Jahren. Die sind Direktvertriebsunternehmen. Und der Punkt ist, im letzten Jahr, da ging es vielen Unternehmen nicht so gut. Im letzten Jahr hat LR Umsatzrekord geschrieben. Und das in 36 Jahren. Woran liegt das? Weil A, natürlich viele Leute sagen, hey, Nebenjob ist sinnvoll. Aber vor allem auch, weil es Verbrauchsprodukte sind. Produkte, die auch in der Zeit, wo alles andere ziemlich beschissen ist, trotzdem jeder tagtäglich braucht. Und die machen eine Sache seit 36 Jahren, die andere Firmen eben nicht machen. Die meisten Firmen, die ihr kennt, kennt ihr warum? Weil ihr die irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen habt. Weil die Werbung machen. Ob das Plakate sind, ob das Fernseh-, Radio-Werbung ist. Das heißt, diese Firma stellt irgendwas her und wirbt mit Models, mit sonst irgendwas für euch, damit ihr sagt, oh ja, interessantes Produkt, kaufe ich mir. LR hat gesagt, genau das machen wir nicht. Und das machen wir von Anfang an nicht. Wir stellen diese Produkte her, wir lassen sie alle in Deutschland produzieren. Wir lassen sie von Institut Fresenius testen, von Dermatest. Wir garantieren eine gute Qualität made in Germany. Was passiert also automatisch? Menschen werden darüber reden. Menschen sprechen über das, was sie gut finden. Ihr alle, wenn mal kein Corona ist, geht in Restaurants, ihr geht in Kinofilme oder sonst was und ihr empfehlt das weiter, weil ihr es gut findet. Und genau das hat sich LR zur Geschäftsidee gemacht. Wir bezahlen die Menschen, die unsere Produkte und unser Geschäft wirklich ehrlich weiterempfehlen können, für ihre ehrliche Meinung. Und das ist eben das Besondere bei der Geschichte. Das ist ein Grund, warum wir LR als Chance sehen, weil wir nichts anders machen wie vorher. Wir testen einfach mal neue, andere Produkte von LR. Und wenn wir sie gut finden, können wir tatsächlich mit der Firma starten und Geld verdienen. Ohne Risiko, ohne Vertrag. Man muss einfach nur 18 sein, dann kann man das Ganze kennenlernen. Mit verschiedenen Paketen sozusagen und man ist schon dabei. Wichtig ist, wie kannst du hier Geld verdienen? Ja, eine ganz einfache Frage, weil jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere hier und sagt, oh, jetzt muss ich hier online Produkte verkaufen. Nein, du kannst, wenn du möchtest.
ist nicht das, was wir seit 4 Jahren hauptsächlich machen. Natürlich, hey, wir haben Gesundheitsprodukte. Vielleicht habt ihr euch schon mal informiert, mit was für Ärzten LR zusammenarbeitet. Doc Esser, Michael Küster, könnt ihr mal googeln. Das sind sehr, sehr renommierte Ärzte. Wir haben auch sehr gute Gesundheitsprodukte. Aber grundsätzlich hast du 2 Möglichkeiten. A ist, und das ist auch super interessant, auch vor allem in der Corona-Zeit, du hast deinen eigenen Online-Shop. Und über den Shop, da hast du alle Produkte, die die Firma LR hat, kannst du quasi die Produkte vertreiben. Das Schöne ist, du kümmerst dich nicht um den Versand und auch nicht um die Abwicklung. All das macht LR. Das heißt, LR stellt die Produkte her und versendet sie zum Kunden. Der Kunde kauft einfach über deinen Link ein und du bekommst bei jedem verkauften Produkt 40%. Das ist der ganz normale Vertrieb online. Das ist das Besondere. Die zweite Möglichkeit, und das ist genau das, was wir hier gerade mit euch 60, 62 Leuten machen. Wir empfehlen die Produkte und das Geschäft weiter. Und dadurch können wir an jede Person, an die wir das empfehlen, die für sich selbst entscheidet, okay, möchte ich einfach nur die Produkte 30% günstiger einkaufen, möchte ich sie über meinen Online-Shop verkaufen oder sage ich, ich empfehle auch die Produkte und das Geschäft weiter. Das heißt, ich gebe Menschen die Möglichkeit, mit den Produkten, mit der Firma LR Geld zu verdienen. Dadurch hast du die Möglichkeit, an allen Umsätzen, die so entstehen, beteiligt zu werden. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist aber, weil jetzt könnte ja jemand sagen, ja, das kann ja nicht sein, dann verdient der ja immer mehr als ich oder sowas. Und das ist das Besondere am Marketingplan. Denn der Marketingplan ist genau darauf ausgelegt, dass hier am Ende derjenige Geld verdient, der etwas dafür tut. Und dass derjenige mehr verdient, der mehr macht, und derjenige weniger, der weniger macht. Das heißt, egal, ob du das LR-Geschäft 20 Menschen empfiehlst, wenn die 20 mehr machen als du, verdienen sie auch mehr. Wenn du sie aber unterstützt, das heißt, du nimmst sie an die Hand, sowas wie wir, das ist gerade Unterstützung für unser Team. Wir stellen für unser Team, für euch, gerade das LR-Geschäft vor. Und das ist eben das Besondere. Dann hast du die Möglichkeit, auch an den Umsätzen zu partizipieren. Das heißt, du duplizierst eben deine Arbeitskraft. Und das ist eben etwas sehr, sehr Besonderes, weil ich sage immer, es ist eine Win-Win-Situation. Und am Ende verdienst du hier nur Geld. Und das ist auch der Grund, wieso wir so viel Geld verdienen. Weil wir nicht nur über die Produkte einen Mehrwert geboten haben vielen Menschen, sondern weil wir vor allem auch vielen Menschen dabei geholfen haben, dass sie sich hier nehmen oder sogar ein Haupteinkommen aufgebaut haben. Warum sehen wir LR noch als Chance? LR als Chance sehen wir deshalb, weil unsere Kinder, die sind oben am Schlafen. Ihr habt es gerade mitbekommen, ich war gerade für eine Minute oder so weg. Meine Tochter konnte gerade nicht schlafen, hat mich gefragt, was sie denken soll, damit sie einschlafen kann. Ich habe gerade hier gesprochen, bin wieder runtergekommen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir als riesengroße Chance sehen. Für alle Eltern, für alle, vor allem Mamas, vielleicht auch alleinerziehende Mamas oder Papas. Für Menschen, die sagen, ich habe es nicht so einfach, mir etwas zu suchen, jetzt unabhängig von der Situation, die gerade ist. Wo ich überhaupt Zeit für habe, ne, wie das überhaupt funktioniert. Zudem kommt natürlich, dass gerade in der aktuellen Zeit ist, glaube ich, für jeden eine riesengroße Chance und eine große Erleichterung ist, wenn man eben zu Hause arbeiten kann. Ich hatte vorhin mit einer Partnerin ein Live-Video um 8:45 und sie hat gesagt, boah, vor 1 Minute ist mein Kleiner eingeschlafen. Ich so, guck mal, und selbst wenn nicht, wäre es nicht schlimm gewesen. Ich hätte dir nicht den Kopf abgerissen, du hättest dir nicht den Kopf abgerissen, dein Sohn nicht, alles wäre gut gewesen, wir hätten es vielleicht verschoben und alles wäre cool. Und das ist das, warum wir auch eher als Chance sehen, weil wir haben Möglichkeiten, auch finanzielle Möglichkeiten dank dem Geschäft, die hätten wir uns niemals erträumen können. Und das, obwohl wir, und das ohne ein Risiko einzugehen, jeden Tag so arbeiten können, wie wir wollen, vor allem wo wir wollen, wie gesagt, in unserem Fall jetzt natürlich zu Hause, mit wem wir wollen und so weiter und so fort. Das ist eine riesengroße Chance, weil viele Menschen hätten gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn sie es gewollt hätten, wenn sie es gekonnt hätten von dem, was sie so können, wenn sie weg müssen, wenn sie auf andere angewiesen sind, wenn sie vielleicht nebenberuflich nochmal irgendwo hin müssen oder so. Und das ist eine Riesenchance. Sarah hat gerade was gesagt. Sie hat so auch das Thema Voraussetzungen angesprochen. Und auch das ist für mich eine Chance. Weil ich habe letztens ein Video zu dem Thema gemacht. Nun ist es so, du gehst in die Schule, aber du gehst in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, dann gehst du in eine weiterführende Schule und dann bist du fertig. Und wie ist es hier in Deutschland und auch in Österreich, in der Schweiz jetzt mal als Beispiel. Ich meine, uns gibt es in 28 Ländern, 29. Dein Weg grundsätzlich ist vorgegeben. Das heißt, ich habe ein super schlechtes Abitur. Mit diesem Abitur würde ich es niemals schaffen, irgendwas zu studieren. Das heißt, alleine dadurch, natürlich bin ich selbst schuld, ich habe nichts gemacht in der Zeit, aber es zählt nicht meine Motivation oder sonst irgendwas. Alleine dadurch, dass ich dieses schlechte Abitur habe, sind mir schon Türen geschlossen. Türen geschlossen für Dinge, wo die ich vielleicht gut könnte. Führungspositionen, die gar nicht in Frage kommen, nur weil man ein super schlechtes Abitur hat. Vielleicht gar keins hat, nur einen Hauptschulabschluss. Wo
Worauf will ich hinaus? Hier bekommst du eine Möglichkeit und deshalb ist es eine Riesenchance. Du bekommst eine Möglichkeit, mit einzig und allein deinem Tun, deinem Handeln, deiner Zeit zu entscheiden, wie hoch es geht, wo du landest, was du verdienst. Und das ist so eine unglaubliche Möglichkeit, weil hier zählt am Ende nicht, wo du herkommst, wer du bist, was du vorher gemacht hast. Das zählt hier am Ende nicht. Es zählt einfach nur, was bist du bereit zu tun. Und deshalb finde ich, ist es eine riesige Chance, weil wie viele sitzen vielleicht hier und sagen, hey, ich habe das Gespräch erst gestern gehabt mit einem Vertriebler, der jetzt bei uns starten möchte im nächsten Monat, der gesagt hat, ey, ich bin im Vertrieb, ich habe einen Nebenjob und will das nicht mehr. Ich will nicht leben können, wenn ich keinen Nebenjob habe. Ich möchte mir etwas aufbauen, wo ich sagen kann, nur das mache ich. Ich bin aber schon von meinem Grundsatz her eingeschränkt, weil meine Schule nicht die beste war oder meine Ausbildung nicht die beste. Und deshalb sehe ich es als riesengroße Chance für Leute, die auch einfach sagen, ich glaube, ich kann mehr und ich will mehr. Wir haben gerade schon einige geschrieben, zum Beispiel, oder für Azubis ist es einfach nur, ja, das ist es für jeden. Für Menschen wie zum Beispiel meine Mama, die Kurzarbeit war, die dass man zu Hause aus, egal in welchem Alter, egal in welcher Situation du bist, das ist eine riesengroße Möglichkeit, weil pflegen tut sich jeder sowieso. Zu Hause hält sich gerade in der Situation auch fast jeder auf, beziehungsweise ist es ja letztendlich eher sogar egal, wo du dich aufhältst, aber es ist halt praktisch für uns alle. Und das Lernen, das kann auch jeder, weil ich meine, ich komme aus dem Einzelhandel, ich habe auch nicht die besten Voraussetzungen gehabt. Ich bin zum Beispiel die Schlechteste in meiner Klasse, glaube ich, in Mathe gewesen früher. Mittlerweile entwickle ich mich richtig krass weiter in dem, was ich hier tue. Und Menschen denken, ich kann das nicht, so ein Schwachsinn. Ich dachte das auch. Aber wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es niemals erfahren. Und wir reden über LR als Chance. LR hat so viele Gründe, warum es eine Chance sein kann. Hier eben zum Beispiel, ich musste gerade an was denken wegen Azubis, ne? Jeder entscheidet selber, was er hier macht, wie viel er am Ende verdient und so weiter. Klar, du kannst dir hier ein Festgehalt sichern in den ersten Stufen, das ist mega cool. Du kannst aber halt auch viel mehr als das machen. Leon hat, glaube ich, schon kurz erklärt, wie es bei uns so abgelaufen ist, wie bei uns es mittlerweile aussieht. Um Gottes Willen hätten wir niemals gedacht. Ich erzähle euch jetzt gerade mal, was mir einfällt wegen Azubis. Eine Partnerin zum Beispiel, Melanie, die ist ungefähr so ein Jahr später, glaube ich, gestartet, wie wir 1,5 Jahre später. Studentin. Studentin. Studentenleben, Studentin. Hat LR angefangen nebenberuflich, hat auch noch gearbeitet nebenberuflich im Fitnessstudio. Ja, und was hat sie gemacht? Sie hat das LR-Geschäft für sich mal richtig ausprobiert, mal den ganzen eine richtige Chance in dem Geschäft gegeben. Und jetzt ist sie fertig mit dem Studium, macht LR hauptberuflich gerade und ist Mama bald in wenigen Monaten und hat so ein, ich weiß es ja jetzt, weil ich kenne die Situation, wenn man nicht so frei ist, der geht es gerade so gut, man merkt es hier richtig an, weil die einfach frei ist gerade. Und das ist das, was so schön ist, ne? Du kannst dir ja wirklich Freiheit ermöglichen, was steht da? Ich habe, das allererste war, wie kann man sich, ganz einfach, das ist ja auch das, was Sarah eben gesagt hat. Wir saßen vor 4 Jahren nicht so, wie wir heute hier sitzen. Wenn ihr euch Stories, die gab es vor 4 Jahren gar nicht, da haben wir uns noch gar nicht getraut. Wenn ihr euch Stories vor 3 Jahren angucken würdet, würdet ihr nur Sarah sehen. Da habe ich mich nämlich versteckt und ich mich nicht getraut. Das heißt, man entwickelt sich weiter. Unser Wissen, das, was wir uns angeeignet haben, wenn du online arbeiten möchtest, wie kannst du online arbeiten? So sieht die Unterstützung aus. Das heißt, es gibt Coaching-Gruppen von uns, in die du reinkommst, natürlich kostenlos. Wir haben Apps, mit denen du dich kostenlos, wir haben das digitale Zeitalter, das heißt Videos, mit denen du dich ausbilden kannst. Wenn mal nicht Corona ist, finden auch, wenn du das möchtest, auch bei uns. Wir haben in Kassel letztes Jahr 2 Meetings gemacht mit über 300 Leuten und es war richtig geil. Wir waren danach alle zusammen essen und feiern, als das eben noch Corona-mäßig ging. Kannst du dich auch offline ausbilden, wenn du das möchtest? Ja, und wie mache ich das genau? Also ich weiß nicht, was du jetzt genau meinst. Ob ich schätze mal überhaupt den Job, denke ich mal. Ja, also du kannst ja nochmal reinschreiben, was du genau meinst. Genau. Was meinst du genau? Wie mache ich das? Schreib das gerne nochmal hier rein. Genau, da können wir dir nämlich nochmal genau darauf antworten. Wie gesagt, für uns, wir könnten euch 1000 Sachen aufzählen. Ich merke ganz, ganz oft, umso, vielleicht auch in unserem Fall, umso mehr wir zeigen, umso mehr wir erreichen, umso mehr wir verdienen, umso unglaubwürdiger wird es für die Menschen. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich meine, wir haben selber damals 2 Wochen sehr krass überlegt. Das Schlimme ist nur, zum Beispiel diese Menschen, wir haben über einen Jahresbonus gesprochen. Ne? Ich 13. Monatsgehalt, um das. 13. Monatsgehalt für die, also damit man das versteht. Und das habe ich zum Beispiel, da habe ich ein Video gemacht. Ne? Das ist ein Video, ich weiß genau sowas, interessiert die Menschen. Wir wurden ganz oft gefragt, weil das ist schon seit 1.4. auf unserem Konto. Ich wurde jeden Tag gefühlt gefragt von immer wie irgendjemand anders. Und wie hoch ist es denn jetzt? Ich habe gesagt, ich sage euch das, wenn der Tag war, wo es quasi öffentlich gemacht wird. Na egal, auf jeden Fall haben wir ein Video gedreht und wisst ihr, ich bekomme teilweise so Nachrichten wie,
du fakest das, du überweist dir von einem Konto Geld auf andere, wo ich mich frage, ja, da muss ich das Geld trotzdem irgendwo haben. Ja, sowas kann ich mir auch ausdrucken, aber das ist alles Schwachsinn und sowas. Und wo ich mir so sage, okay, skeptisch sein, schön und gut. Aber es gibt so viele Menschen, die stehen sich so krass selbst im Weg. Ich meine, wenn man sowas macht, ist man ja unglaublich unzufrieden mit sich. Sonst würde man ja schon mal gar nicht sowas machen. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, man steht sich oft so krass selbst im Weg, wir waren auch skeptisch. Aber helfen tut es nicht anderen Menschen, die man gar nicht kennt, irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern wichtig ist jetzt für alle, die euch normale, klar denkende Menschen, wenn ihr skeptisch seid, hinterfragt das Ganze, aber hinterfragt das richtig. Redet mit den Menschen, werft denen nicht was vor, sondern fragt sie, weil jeder von uns hat eine andere Geschichte, aber das LR-Geschäft funktioniert für jeden gleich. Und das werden wir euch auch alle gleich erzählen, weil es eben so ist. Und das ist einfach. Das Geschäft ist einfach. Und das, klar, ohne Vertrag, ohne Risiko. Wir haben auch damals geguckt wie ein Auto und haben gesagt, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Letztendlich sind das aber die Menschen, die so negativ sind am Ende, die Menschen, die am Ende auf ihr Leben zurückgucken und sich denken, ja scheiße, da waren Chancen, da waren Menschen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es alles war. Oh, was für ein Wunder. Und ich habe es nicht genutzt. Wisst ihr, was wir meinen? Hinterfragt das wirklich mal, weil es bringt nichts, von vornherein zu sagen, das funktioniert nicht, dies funktioniert nicht. Wir haben damals auch Menschen, die mega viel verdient haben. Mittlerweile sitzen wir hier und sind selber in der Situation. Wir können es auch manchmal nicht glauben, aber es ist so. Und ich glaube, wenn man erstmal erkennt, und deswegen will ich euch eine Sache gleich mal zeigen, wir gehen gleich auf alles ein. Wenn man eine Sache für sich erkennt und versteht, und das haben wir verstanden in der ganzen Zeit, weil wir haben uns selber sehr weiterentwickelt, dann ist es sowas von falsch, wenn man sich nicht auf sich konzentriert und wirklich damit richtig beschäftigt. Ich will euch nur was zeigen. Das gibt es im Uni, das gibt es im Ikea, das gibt es überall. Guck mal, hier ist so ein Zeitstrahl, beziehungsweise eigentlich ist das ein Metermaß. Aber für mich ist das ein Zeitstrahl. Das fängt bei 1 an, in dem Fall hört das bei 100 auf. Ihr könnt euch ja sowas mal holen, ihr könnt das Experiment ja mal mit euch selber machen, weil ich finde, das öffnet einem die Augen. So, bei 1 fängt es an, da ist man dann ein Jahr alt. Alle Männer, die müssen bei, warte, ich sag's euch, ach nee, ich hab ein Handy. Alle Männer, wie lange leben die Männer im Durchschnitt irgendwie, die Frauen 83, die Männer? Männer 75 oder so, ich weiß nicht mehr, kürzer auf jeden Fall. Können wir mal googeln, Durchschnittsalter der Männer, Durchschnittsalter der Frauen. Frau war ein paar 80. In meinem Fall war es genau 83,6. Also zumindest ist das das Aktuelle, was ich gefunden habe. Und da muss man mal abschneiden, weil das wird man, wenn man jetzt nach dem Durchschnitt geht, wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Und ich habe das damals gemacht. So sah meins aus. Ich habe das irgendwie abgeschnitten. Na, ihr könnt das hier mal sehen. 83,6. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber auf jeden Fall. Da habe ich das Ganze abgeschnitten. So, und jetzt habe ich mal in der Zeit umgeknickt, wie alt ich gerade bin. Ich bin gerade 29 Jahre alt und hier seht ihr einen Knick. Das ist die Zeit, die ich jetzt schon gelebt habe. Dieses Ding hier. Und das da ist die Zeit, die noch vor mir liegt. Wenn man das jetzt mit den 100 vergleicht, kriegt man einen Schock, weil das ist schon deutlich weniger, aber darum geht es nicht. Das Krasse ist, finde ich, wenn man diese zwei nebeneinander hält. Das ist das, was ich schon gelebt habe. Und das ist das, was ich noch lebe. Also ungefähr fast, also doppelt so viel, wie ich schon gelebt habe. Das ist mein Leben, wenn es gut läuft, was ich noch lebe. Ja, vor allem lebenswert, wenn wir mal ehrlich sind, ist die Frage, wie lange, ne? Ich glaube, die krasseste Zeit kommt jetzt in den nächsten 20 Jahren, schätze ich. Ja, weil irgendwann, toll, 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 aber da ist es vielleicht so, dass man nicht mehr Lust hat, jeden Tag aktiv zu sein, unterwegs zu sein. Selbst wenn man keine Ahnung, wie viel Geld hat, bringt dann das vielleicht manchmal gar nicht mehr so viel. Man weiß ja auch gar nicht, wie lange man gesund ist, glücklich ist. Ne? Darauf bin ich jetzt gar nicht hinaus. Aber die nächste richtig krasse Zeit, wo man sein Leben, vor allem wo ich mein Leben selber beeinflussen kann, weil ich habe das jetzt erst so richtig verstanden in den letzten Jahren, ne? Die ist jetzt vor mir. Und ich entscheide selber, wie ich diese Zeit nutze. Und wir nutzen LR als Chance. Wir sagen nicht, das kann nicht stimmen, das ist komisch, das kann sich vorher nicht, sondern wir sagen, okay, krass, wir leben einmal, wir haben unser Leben selber in der Hand, wir haben das Leben unserer Kinder in der Hand. Das, was wir alles in den letzten Jahren gemacht haben, haben wir gemacht, erreicht, weil wir das als Chance gesehen haben, weil wir gesagt haben, okay, wir sehen hier Menschen, wir sehen hier Tischler, wir sehen hier alle möglichen Arten von Menschen, die sind mit dem LR-Geschäft unglaublich erfolgreich geworden. Wir sagen nicht, nur die oben verdienen Geld, das ist alles Schwachsinn, das funktioniert nicht, sondern wir sagen, okay, krass, wir wollten nicht so erfolgreich werden wie jetzt, aber wenn wir nur unsere Träume und Ziele, die wir im Leben haben, erreichen können mit dem Geschäft, wieso sollten wir das nicht nutzen? Und das wollen wir euch sagen, das ist eine Riesenchance für jeden. Kann es sein, wenn man sie einfach nutzt. Das ist halt das, was Sarah gerade gesagt hat. Sie hat es auch vorhin gesagt, es ist auch grundsätzlich, weil ich lese jetzt hier, die eine tat mir leid, weil sie gesagt hat, pass auf dich auf. Ja, und sind wir mal ehrlich, und das meinen wir nicht böse. Und wenn deine Grundeinstellung ist zu sagen, hey, ich möchte hier ein bisschen Geld nebenbei verdienen, ist das völlig in Ordnung, das ist total okay. Fakt ist nur aber, der durchschnittliche Mensch, und das ist so, der durchschnittliche Mensch kann sich gewisse Dinge in dem Moment nicht vorstellen, weil der Horizont nicht so groß ist.
Beschäftigst du dich aber einmal mit solchen Dingen, dann hinterfragst du dich zwangsläufig, wenn du ehrlich zu dir bist, was unterscheidet jetzt die beiden zu mir? Und du wirst feststellen, dich unterscheidet nichts zu uns. Was haben wir nur getan? Wir haben verstanden, das hier ist ein Job. Und wir müssen für einen Job, wenn wir sehr erfolgreich werden müssen, wollen, auch jeden Tag etwas tun. Was ist das Besondere? Wir entscheiden wann, wo und wie wir es tun. Aber wir müssen was machen. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Partnern, die gesagt haben, ja, auch manchmal hätte ich gerne jemanden, der mir auf die Finger klopft. Ja, vielleicht ist das das größte Problem, dass du hier frei bist, dass dir hier keiner sagt, du musst, dass dich hier keiner zwingt. Das Schöne ist aber auch, du arbeitest für dich und für deine Ziele und nicht für die von jemand anderem. Und das ist der Punkt, weil Sarah hat gerade auch was gesagt und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Warum haben wir damals gesagt, wir machen das Ganze? Warum haben wir gesagt, wir probieren es aus? Weil uns eins bewusst war. Hier, auf diesem Ding, 5 Jahre, die vergehen. Ob wir das Ganze ausprobieren oder nicht, sie werden definitiv vergehen. Was passiert also, wenn wir es ausprobieren? Wenn wir es ausprobieren, wenn wir es kennenlernen, haben wir zumindest theoretisch eine Möglichkeit, was an unserer Situation zu verändern. Wenn wir es nicht ausprobieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir in 5 Jahren zurückgucken und immer noch sagen, na Mann, sollen wir das jetzt eigentlich mal machen? Dann sind aber, und das ist das Problem, diese 5 Jahre rum und die kriegen wir nie wieder zurück. Und das ist das, was uns damals einfach gesagt hat, wir probieren es jetzt aus. Wir probieren es jetzt aus. Und das ist der Grund. Wisst ihr, das haben wir von uns verstanden und ihr habt es ja hier alle mitbekommen, wir waren in den letzten 2 Monaten starr. Das hat mir wieder so krass die Augen geöffnet. Wir waren in den letzten 2 Monaten hauptsächlich in Dubai, aber dann spontan auch auf den Malediven. Muss man sich erstmal vorstellen, ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, in 20 Jahren ist das auch immer mein Traum, auf die Malediven zu fliegen und so. Und ja, wir sparen schon keine Ahnung, wie lange, damit wir da auch mal. Das fand ich erstmal extrem krass. Weil dank dem Geschäft, dank, dass wir das nur 4 Jahre machen, hatten wir schon die Möglichkeit, das zu erleben. Und wir werden das definitiv wieder tun. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben in diesen 2 Monaten mega viel erlebt. Wir hatten unglaublich viel Lebensqualität. Das war eine so wunderschöne Zeit. Unsere Kinder haben so viel, die haben schwimmen gelernt. Die sind mit Delfinen geschwommen. Wir waren in der Wüste, die sind auf Kamelen. Wir haben so viel erlebt. Das ist verrückt einfach. Und wir haben Haie gesehen, alles Mögliche. Und das nur in 2 Monaten. Und ich kam zurück, wir kamen zurück und ich habe Nachrichten bekommen wie, ihr seid ja schon wieder zurück, krass. Und wisst ihr, was ich krass finde? Ja. Die Zeit hier für die meisten, weil sonst würde man mir nicht solche Nachrichten schreiben, ist verflogen wie nichts. 2 Monate sind verflogen wie nichts. Für uns waren das 2 Monate, in denen wir so viel erlebt haben, in denen jeder von euch in Zukunft, wenn er es möchte, so viel erleben kann, was man, das denkt man nicht. Und das ist das, warum wir auch hier sitzen und da mit euch drüber sprechen, weil wir das niemals erlebt hätten, niemals, wenn wir nicht gesagt hätten, wir machen das. Und als wir es dann gemacht haben, was auch mal richtig gemacht hat, ich will mal gucken, was hier alles, da steht so, ja ganz noch, viel, noch, ja, wo es angefangen hat, vielleicht sind da noch irgendwelche Fragen dazwischen. Kano, auf deine gehen wir auf jeden Fall ein, wenn wir dann da unten sind. Wir müssen jetzt erstmal... Wir müssen mal gucken, wo es losging, was wohin wir euch beantwortet haben. Und hier, Unterstützung war es. Was steht da? Da habe ich mal ein geiles Video zugemacht. Da sind wir wieder beim Thema, ich kann meine eigenen Erfahrungen machen oder das ist wie ein Restaurant. Wenn dir XY sagt, da schmeckt das Essen nicht, dann bist du ein Heuchler, wenn du jemandem erzählst, das Essen schmeckt dort nicht. Weil du weißt es nicht, du warst nicht dort. Vielleicht hatte der Koch einen schlechten Tag, vielleicht ist aber dein Freund oder sonst was auch einfach ein, jemand, der, dem nichts schmeckt, als Beispiel. Und das ist halt so wichtig, wenn du Rückenschmerzen googelst, dann hast du höchstwahrscheinlich einen Tumor in der Wirbelsäule. Was ist, wenn man nichts verkauft? Du musst ja gar nichts verkaufen, das ist ja erstmal das Schöne, das ist ganz wichtig, ne? Das haben wir ja gesagt, du musst nichts verkaufen. Wenn du sagst, ich möchte verkaufen und du verkaufst nichts, dann verkaufst du nichts, dann verdienst du halt in dem Moment kein Geld. Das ist wie, wenn ich jetzt einen Laden aufmache und es kommen keine Kunden, was ist, wenn keine Kunden kommen? Dann kommen keine Kunden, dann verdiene ich kein Geld. Aber es wird nicht passieren, dass dir irgendwas Schlimmes passiert. Das ist, weißt du, was ich meine? Das ist halt, und da ist halt auch wieder Einstellungssache. Ja, natürlich kannst du hier das Geschäft starten und sagen, ja, was ist, wenn ich nichts verkaufe? Was, wenn ich niemandem das LR-Geschäft weiterempfehlen kann? Ja, dann wirst du keinen Erfolg haben. Aber warum gehst du vom Worst Case aus? Oder wenn du vom Worst Case ausgehst, dann geh zumindest auch einmal in die andere Richtung. Geh davon aus, was ist, wenn es dir richtig Spaß macht? Was ist, wenn du deine Ausbildung anfängst und sie nicht schaffst? Hast du sie deshalb nicht angefangen? Man wird so von den Produkten überzeugt, wenn man sie selber benutzt. Ja, das stimmt. Hier steht, eine Freundin hat gesagt, pass auf dich auf und du hattest Mitleid. Ja. Ich kann deine Situation verstehen, auch wenn es sich irgendwie böse anhört gegenüber deiner Freundin, aber ich kann es voll verstehen. Von ihr auch, ja. Ich kann auch sie verstehen, ich kann auch dich verstehen, weil du mittlerweile einfach verstanden hast, dass es eben keinen Grund gibt,
irgendwann, glaub mir, wird das anders sein. Irgendwann wird sie dir sagen, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe, kannst du es mir vielleicht doch mal erklären? So war es bei uns auch. Da bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Wichtig, wenn ihr von irgendwem eingeladen wurde und sagt, hey, ich möchte das Ganze gerne starten, unbedingt, ganz wichtig, wenn ihr mit uns auch zusammenarbeiten wollt, geht auf denjenigen zu und dann macht er alles Weitere mit euch. Wenn ihr euch niemand eingeladen habt, könnt ihr natürlich auch gerne auf uns zukommen. Sowas motiviert mich noch mehr, ja. Sie ja, meinte, genau. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe damit bis jetzt nichts Schlechtes erlebt, finde die Produkte mega. Und das ist der Punkt. Was ist der Worst Case, der hier eintritt? Was können wir nicht und was würden wir niemals tun? Euch versprechen, dass ihr hier das erreicht, was wir erreicht haben oder überhaupt Geld verdienen. Warum? Weil wir wissen nicht, motiviert ihr euch selbst? Seid ihr bereit, auch was dafür zu tun? Wissen wir nicht. Deshalb kann ich es und werde ich es niemandem versprechen. Ich werde euch versprechen, wenn ihr jeden Tag was dafür tut, wenn ihr die Zeit, die ihr normal in einen Nebenjob investiert, beispielsweise, was sind das in der Woche, weiß ich nicht, 10 Stunden. Wenn ihr die 10 Stunden effektiv in das Lehrgeschäft investiert, werdet ihr hier Geld verdienen, definitiv. Und da sieht man aber schon wieder, dass es schlau ist, dass du deine eigene Erfahrung gemacht hast, weil ja. Du hast eine gute Erfahrung, also nicht, stell dir mal vor, du hättest auf sie gehört. Wie verdiene ich jetzt hier Geld? Das haben wir schon mal angefangen. Jetzt haben wir es ja gerade gesagt, entweder Verkauf, Online-Shop oder dadurch, dass du das machst, was wir gerade machen, nämlich mit Menschen über die Produkte und über das Geschäft Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe zum Beispiel, hier steht die meisten, die das sagen, dass es fake ist, das sind auch Menschen, die keinen Erfolg hatten. Das stimmt. Ich kann mir zum Beispiel von einer Partnerin erzählen, die ist irgendwo bei uns im Team ganz weit irgendwo. Ich habe sie dann irgendwann mal kennengelernt, weil sie mir jeden Tag, wirklich jeden Tag, unendlich lange Kettennachrichten geschickt hat. Die ist aber auch ganz, ganz böse gegenüber ihrer Teampartnerin geworden. Also eine ganz anstrengende, ultra anstrengende Persönlichkeit. Auch sowas gehört hier dazu. Klar. Und irgendwann hat es mir auch einfach gereicht. Ich habe ihr meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, so und so kommst du hier auch nicht weiter. Und wenn du so mit Menschen umgehst, schon mal gar nicht mehr. Egal. Für mich hat sich die Situation gegessen. Vor kurzem sehe ich bei TikTok oder meinen Videos, da hatet jemand. Und ich habe ihren Namen erkannt. Und ich so, guck mal einer an, jetzt hatet ihr mich auf TikTok. So, dann auf einmal bei YouTube unter dem Video. Wieder ihr Name. Ich so, guck mal, jetzt guckt sie sich sogar die YouTube-Videos an. Schreibt da drunter. Ja, das ist ganz normal. Das sind oft Menschen, die sind gekränkt, die sind sauer auf sich selber und die logischerweise lassen es sie nicht an sich selber aus, sondern eben an anderen. Es ist doch viel einfacher, sind wir mal ehrlich. So ist der Großteil leider. Es ist einfacher zu sagen, das ist schuld, der ist schuld oder jenes ist schuld. Der Punkt ist, am Ende, wenn du dich mit was beschäftigst, dich richtig informiert, dann stellst du fest, okay, hier hat jeder dieselben Möglichkeiten, wir haben alle dieselben Produkte, wir haben alle denselben Marketingplan, es ist alles gleich. Was ist also der Unterschied? Ja, wir Personen. Das, was wir machen, das, was wir an Zeit hier reinstecken. Und wenn man das versteht, dann lügt man sich nur selbst an, wenn man dann sagt, ach, das ist blöd und jenes ist blöd, weil eins wirst du fast nie finden, oder ich habe es noch nie gefunden. Du findest keine schlechten Bewertungen über die Produkte, weil die gut sind. Punkt. Das sind gute Produkte. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn jemand sagt, ja, das Geschäft ist blöd oder jenes, dann sagt er, böse gesagt, sorry, jetzt sage ich aber jetzt so, ich bin blöd. Ja, genau. Weil wenn du sagst, das Geschäft, dann meinst du dich, weil das ist bei jedem gleich. Man selber ist ja das Geschäft. Man selber ist ja die Person, die entscheidet, was passiert. Ne? Ohne die Unterstützung, die es hier gibt, hätte ich mich... diese Monate nicht so weiterentwickelt. Das muss man zum Beispiel auch sagen. Mega coole Persönlichkeit, das ist so, so schön. Ja, coole Aussage. Ich arbeite super gerne mit dir zusammen und das stimmt, du hast dich wirklich weiterentwickelt. Warum? Weil die Fehler, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben, die teilen wir mit euch. Wir geben euch unglaublich viele Tipps und genau so funktioniert eine super Zusammenarbeit. Ne? Und ich glaube nicht, dass du mich irgendwann mal haten wirst und sagen wirst, LR, scheiße, das funktioniert alles nicht. Weil selbst wenn du keinen Erfolg hast, hast du zumindest weißt du, dass es am Ende an dir gelegen hat. Aber das wird niemals passieren, weil du nimmst das Ganze selber in die Hand. Ne? Und das hier ist was, worüber viele gar nicht nachdenken. Schaut mal, was sie gerade gesagt haben. Ich habe mich schon weiterentwickelt und das gehört auch dazu. Und das ist ein positiver Effekt. Du entwickelst dich weiter. Wenn ihr euch Videos angucken würdet von uns vor anderthalb Jahren, da sitzen wir hier wie so ein Partner von uns, super erfolgreich. Marcel und Kati, Partner seit 14 Monaten, schnellste Bronze-Orga-Leiter, vor kurzem GLC 300 Coupé abgeholt, über LR, verdienen mittlerweile um die 3000 Euro monatlich. Der hat mir eine Story geschickt vor 2 Monaten aus Dezember 2019. Wenn ich das mir angucke, denke ich, die Person in dieser Story verarscht mich. Also du musst das LR-Geschäft ja auch nicht nur online machen, aber er hat es halt online gemacht. Und dann hat er dann auch irgendwann seine erste Story gemacht. Und wenn ihr das heute miteinander vergleicht, denkt ihr, diese Person 2019 verarscht euch. Weil der sitzt da, wie so, hallo Leute, und ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe jetzt damit angefangen. Aber wenn ihr ihn heute seht, seht ihr, was da passiert ist. Und das ist so krass, du entwickelst dich in diesem Geschäft auch weiter.
Du traust dich Dinge, die du vorher noch nicht gemacht hast. Du gehst aus deiner Komfortzone. Das Schöne, genau für diese Dinge bekommst du am Ende, wenn man es jetzt hochspinnt, auch Geld. Dafür, dass du Dinge machst, vor denen du vorher Angst hattest. Weil das sind die Dinge, die dich am Ende zum Erfolg bringen. Was steht da noch? Oder war das das Letzte? Ich glaube, hier ist noch viel. Ich bin auch seit 4 Monaten dabei und ich bin wahnsinnig toll überzeugt. Für mich wichtig war, dass die Produkte toll waren. Das ist auch damit so. Fängt es ja schon an. Sagen wir auch, lern die Produkte kennen, du wirst die eh lieben und dann wirst du automatisch darüber sprechen. Ich habe eine Partnerin, zum Beispiel Jenny, ich sehe schon, du bist da. Jenny schickt mir jeden Tag Sprachnachrichten und erzählt mir wieder was Neues, wie toll sie Produkte findet, weil sie wieder. Das ist verrückt. Und ich sage jedes Mal, guck mal, und genau das ist das Schöne an der Erde. Du hast Sachen für dich gefunden, die du richtig toll findest und man merkt dir das auch richtig an. Und dadurch wirst du auch erfolgreich, weil das deine ehrliche Meinung ist. Kano, ganz einfach nochmal. Du bist quasi, wenn du es so möchtest, Werbung. Und es gibt viele Möglichkeiten, Werbung zu machen. Online, offline. Und genau dabei unterstützen wir dich. Du verdienst immer dann Geld, wenn Umsätze entstehen. Dadurch, dass du Menschen in diesem Geschäft unterstützt, die ihnen das Geschäft weiterempfiehlst und ihnen dabei hilfst, dass sie sich ein Neben- oder gar ein Haupteinkommen aufbauen, dann wirst du an den Umsätzen, die entstanden sind, mit beteiligt. Aber wir können verstehen, dass man das jetzt nicht sofort versteht. Deswegen melde dich mal bei dem, der dich hierzu eingeladen hat. Und wenn das keiner war, melde dich aber bei uns und dann komm einfach auf uns zu und erklär mir das. Früher war ich auch sehr unglücklich, frustriert und habe wenig gegönnt. Jetzt mit LR bin ich so glücklich und motiviert, mein Team zu gönnen. Das ist das Schöne. Das finde ich auch eine coole Und das Aussage. Meine ich ja, das verändert sich. Neulich hat mir jemand unter TikTok irgendwie Schwachsinn geschrieben, also richtigen Schwachsinn. Dann habe ich geschrieben, ich habe irgendwas nach dem Motto, so, dass er halt keinen Erfolg hat. Auch sowas habe ich ihm, ich bin ehrlich, ist mir egal. Ich antworte das, was ich in dem Moment denke. Und wenn das jemand nicht passt, dann sollte er bei mir nichts drunter schreiben. Ich habe ihm auf jeden Fall meine Meinung gesagt. Und er sagt, wie kommst du denn darauf, dass ich nicht erfolgreich bin? Da habe ich geschrieben, wegen deinem Kommentar. Weil Menschen, die solche Kommentare verfassen, die sind nicht erfolgreich. Die sind nicht glücklich in ihrem Leben. Weil sonst würden die sich überhaupt nicht mit dem Leben von anderen beschäftigen, sich über die aufregen und schon gar nicht die Zeit, die man, wenn man erfolgreich ist, für sich nutzt. Entweder, weil man sich noch erfolgreicher macht oder weil man seinen Lebensstandard hat oder weil man sein Leben genießen will, weil man Erfolg hat. Diese Menschen, die schreiben niemals so einen Quatsch und da kam auch nie wieder was zurück. Und das ist genau das Ding, wenn du keinen Erfolg hast, wenn du selber nicht mit dir glücklich bist, dann hörst du anderen Menschen nicht. Ist ganz klar. Natürlich nicht. So. Dann guckst du nach links und nach rechts und denkst dir, wieso hat der jetzt das, wieso lebt die das, wieso ist die jetzt da, wieso ist das jetzt so. Aber wenn du erfolgreich bist, dann sagst du, boah, wie cool und ach, da will ich auch mal hin und du tauschst dich aus und es wird für dich auch selber möglich. Ja. Und dann gehst du ganz anders an die Sachen ran. Beispiel, wir waren 8 Wochen von den 9 Wochen, die wir weg waren, in Dubai. Was ist in Dubai? Sind wir denen? Reden wir mal über, wenn wir, ne, die Leute wollen immer, man soll über Geld auch sprechen. Wenn wir über Geld reden, sind wir da, ja, ich will jetzt nicht sagen arm, aber wir gehören bei weitem nicht zu guten Verdienern dort. Aber was ist der Unterschied? Wir laufen dort da durch, du läufst an wahnsinnigen Autos vorbei, du siehst Menschen und denkst, wow, das inspiriert mich. Krass, was die geschafft haben. Okay, wow, da möchte man vielleicht auch hin. Und das sind die 2 Wege, wie du denken kannst. Du kannst sagen, wow, da ist jemand. Okay, was ist der Unterschied? Nichts. Ich möchte auch gerne dorthin. Oder du kannst sagen, oh, da ist jemand, das hat der bestimmt Geschenke gekriegt, der hat bestimmt reiche Familie, das hat er bestimmt gewonnen oder was weiß ich. Und das sind die 2 Wege, mit denen du wie du umgehen kannst, damit dass Menschen Erfolg haben. Wie motiviert ihr euch? Da steht schon drunter, das ist unser Warum richtig. Bei uns sind das unsere Kinder. Der Grund, warum ich auch irgendwie weggegangen bin, das ist unsere Motivation, unsere tägliche Motivation. Gibt es Schulungen? Ja, ganz klar, viele. Gibt es. Schulung ist vielleicht das falsche Wort, weil das klingt so gezwungen. Du musst da nicht hin. Aber natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, ob das über Facebook ist, über Instagram, auch wir beispielsweise, vielleicht habt ihr es am Sonntag zufällig gesehen, am Sonntag saßen wir wieder mit 220 Partnern zusammen, am Sonntagabend, und haben Coaching angeboten mit 220 Partnern. Das ist das Schöne, du bekommst hier das, was du möchtest. Aber, und das ist halt der Punkt, du musst auch bereit sein, die Dinge zu tun. Also es ist eben nicht so, dass dich jemand zwingt, das zu machen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist schön, Claudia. Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Hat man ja. Ja, wurde schon beantwortet. Bekommt man überall Coaching? Wenn du bei uns irgendwo im Team bist, dann definitiv. Das wurde im Live-Video gesagt, so viel Coaching, dass wir jedes Mal in der Einarbeitung uns schon fast dafür entschuldigen, dass es so viel ist, weil es einen vielleicht am Anfang erschlagen kann und man kann sich einfach das rauspicken, was für einen wichtig ist. Achso, alles auch die besten Apps. Hier, die Frage hatten wir ja schon. Muss man einen Vertrag anschreiben? Nein. Und das ist auch das Schöne und das ist auch der Grund, warum er so gut funktioniert, weil es jeder freiwillig macht. Auch das, was wir hier machen, wir machen das freiwillig. Wir haben auch keine Zeit. Wir sagen nicht, wir gehen 10 Minuten live, eine halbe Stunde, weil wir hier noch sitzen, ist nur aus einem Grund, weil wir Lust haben.
Wir hätten schon vor 10 Minuten, vor 20 Minuten das Video beenden können, wir machen hier alles freiwillig und deswegen ist es auch so toll. Hey, und auch das ist doch okay. Mach doch. Das bin ich auch ehrlich, ne? Wenn dir jemand sagt, hier, das kann so mit Kryptos oder was weiß ich, hey, wenn du dich damit auskennst, wenn du sagst, okay, das ist was, das macht mir Spaß, das ist immer, und ich glaube, das merkt man auch, wir lieben, was wir tun. Ach, mir haben schon so viele Leute gesagt, komm in die Firma, mach dies, mach das, da verdienst du mehr. Wisst ihr, ich habe immer eine Sache gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest, mich interessiert das auch gar nicht, mich interessieren auch die anderen Firmen nicht, mir ist auch scheißegal, wie du da, wie schnell du, wie viel Geld du verdienst, bei mir ist wichtig, dass ich das Ganze ehrlich mache und dass ich 1000% dahinter stehen kann. Und wir würden niemals wechseln. Erstens aus dem Grund und zweitens, weil es für uns so viel verändert hat. Unser komplettes Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Und wir haben, es geht uns nicht darum, noch erfolgreicher, noch besser, noch was auch immer zu werden. Das, was wir hier haben, das kann uns niemand mehr nehmen. Und wir wären schön blöd, wenn wir das mit Füßen treten würden. Weil das ist das Wertvollste, was uns passiert ist nach unseren Kindern. Das ist einfach so. Der Punkt ist, wir sagen nicht aus Spaß, dass das Geschäft wie unser drittes Kind ist. Das ist so, weil das haben wir uns aufgebaut. Es ist auch Arbeit da hinten dran gesteckt, definitiv. Auf jeden Fall. Ich finde dieses Kommentar mega cool, das habe ich eben schon gelesen von Jenny, glaube ich, die gesagt hat, dass die Produkte und auch die Möglichkeit schon jetzt ihr Leben irgendwo auch verändert haben. Und wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Leute, die sagen, ja, das ist doch Schwachsinn und das stimmt doch nicht und das stimmt doch nicht. Denkt mal bitte zwei Schritte weiter. Spätestens in einem Monat, in zwei, in drei, würde doch dann mal auffallen, dass das nicht stimmt. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Wenn wir die letzten 4 Jahre darauf aufgebaut hätten, dass wir irgendwas erzählen, dann irgendwann muss doch dann damit vom Schluss sein. Wisst ihr, worauf? Ja, um das klar zu machen. Ich glaube, alleine, wenn man überlegt, wie wir hier über das Leben reden, dann weiß man, dass unser Leben uns viel zu schade ist, um uns auch ja. eine Sekunde mit irgendwas zu beschäftigen, was uns nicht passt. Also, nee. Lieber nehme ich meinen Erfolg selbst in die Hand. Mich würde interessieren. Warum wir eure Ausbildung freiwillig machen. Das ist eine gute Frage. Oh ja, super. Warum wir das machen? Weil wir es dürfen zum einen. Weil wir es dürfen? Ich wünschte, ich hätte es damals schon in meinem alten Beruf gedurft, weil ich bin mir sicher, hätte es einen riesengroßen Aufstand in dem Unternehmen gegeben und ich hätte definitiv damit dafür gesorgt, dass ich mehr Geld verdiene. Definitiv. Oder ich wäre gekündigt worden, hätte vielleicht mein Glück woanders gefunden und wäre vielleicht aufgewacht. Aber definitiv wäre das nicht so weitergegangen. Wir sprechen darüber, weil wir es dürfen und weil nur deshalb ihr auch das Ganze für euch versteht und kennenlernen könnt. Weil wir können euch ja das Blaue vom Himmel erzählen. Was bringt es uns denn, wenn wir euch erzählen, also jetzt mal abgesehen davon, wenn wir euch erzählen würden, was wir verdienen, das glaubt uns ja sowieso schon kein Mensch, selbst wenn wir es zeigen. Aber nur mal angenommen, wir sprechen darüber, wie krass das alles ist, wenn wir da nicht mal was zeigen. Wisst ihr, was wir dann für Nachrichten bekommen würden? Ja, diese Zeit, die das nicht, das ist alles Schwachsinn und Lüge, weil wir es dürfen und weil wir den Menschen dann auch zeigen. Wir zum Beispiel machen das bei uns so. Wenn wir das Geschäft vorstellen, fangen wir im ersten Monat an mit 20,75 Euro, die wir bekommen haben. Nach einem Jahr 300, nach zwei Jahren 3.000, nach drei Jahren 8.000, nach 4 Jahren 18.000. Wir zeigen das, wie sich das Stück für Stück entwickelt hat. Deshalb zeigen wir das auch, weil wir auch zeigen, hey, das ist nicht so schwupp, du bist dabei, du bist von heute auf morgen reich, sondern schwupp, du fängst an und dann guckst du, wie schnell du erfolgreich wirst. Ja, und das ist halt das auch, was Sarah gerade gesagt hat. Das sagen wir ja auch. Wir sprechen davon, das passiert nicht über Nacht und das ist uns ganz wichtig, dass wir auch zeigen, hey, Leute, so haben wir angefangen. Wir haben uns das aufgebaut. Das ist nicht heute angefangen, morgen 18.000 Euro, auf keinen Fall. Aber du hast eine Möglichkeit mit deiner Kraft, wo du dir nebenberuflich anfängst, wenn du es willst, dann natürlich auch irgendwann hauptberuflich, mit der Zeit und jeder von euch, 50, 60 Leuten, die hier gerade zugucken, hat diese Zeit. Ihr investiert sie nur momentan. Sorry, Partner dabei. Ja, aber der ein oder andere investiert sie aktuell halt noch falsch. Oder möchte sie halt falsch investieren, mit konsumieren. Wir sagen halt, hey, es gibt eine Möglichkeit, wie du die Zeit, die du hast, die du in den sozialen Medien verbringst, beispielsweise sinnvoller verbringst. Guck mal, ich war selber früher so, ich habe voll viel gearbeitet, ich hatte so gut wie keine Zeit, Geld sowieso nicht und ich habe natürlich auf Social Media viel Zeit verbracht. Na, allein wenn man abends auf der Couch ist, man guckt rum und ich war nie neidisch auf andere. Aber ich habe, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, ich habe schon sehr oft mir das Leben von anderen angeguckt, habe überlegt, oh, guck mal, jetzt da und der erlebt das und die erlebt das und das ist so und natürlich guckt man, ne? Jetzt in meinem Fall jetzt nicht böse, nein, so war ich nie, aber ich habe mir das auch immer angeguckt. Was hat mir das in dem Moment gebracht? Im besten Fall habe ich sogar noch die Produkte von den Leuten gekauft und habe dafür gesorgt, dass sie sich noch mehr ermöglichen können. Aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, Sarah, das ist ein Mensch wie du auch. Vielleicht haben die noch nicht mal eine Ausbildung, vielleicht waren die noch nicht mal jemals im Berufsleben, das ist scheißegal, die haben das geschafft,
die haben das verdient, aber wer sagt dir denn, dass du das nicht auch kannst? Und das ist das, was Leon meint, die Zeit anders investieren. Mittlerweile ist es so, wenn überhaupt, investiere ich vielleicht abends, wenn ich mit einem fertig bin, 10 Minuten und gucke mal so, was machen die Leute, die ich so ganz cool finde, so, was haben die so erlebt, wo waren die? Oft ertappe ich mich dabei, dass die wo waren, wo wir auch schon waren, zum Beispiel in Dubai und Hotels oder jetzt auf den Malediven habe ich bei einer gesehen, das finde ich dann wieder richtig cool. So, und das ist das Ding, man sollte niemals denken, dass man weniger wert ist als die anderen, weniger schaffen kann und sich so heftigst selbst unterschätzen, weil das ist das, was die meisten machen, indem sie auch die anderen konsumieren, sich die ganze Zeit das angucken, was passiert da und da und selber im Inneren, wenn man ehrlich ist, zu sich selber denken, dass das bei einem selber niemals so sein kann. Das stimmt halt einfach nicht. Da war eben eine gute Frage, ich hole einfach noch mal ein bisschen was. Was sind das Produkte, muss ich die alle kaufen? Du musst die nicht alle kaufen. Du entscheidest selber, wie du startest. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das kleine Paket, da guckst du, okay, ich habe eine Idee, alle, ja, was brauche ich sowieso, ne, was interessiert mich, brauchst du vielleicht neue Zahnpasta, was auch immer. Im Wert von 170 Euro, du zahlst 150 Euro dafür und startest damit. Das ist der kleine Einstieg, 150 Euro und du kannst dein Business starten. Der zweite Einstieg ist das Profi-Paket. Da sagst du, okay, ich entscheide mich für den Profi-Weg. Ein Riesenpaket im Wert von 1000 Euro. Ihr merkt schon, wir haben das selber zu Hause und nicht nur einmal. Entscheidet euch für das große Paket. Das muss man aber nicht zu Hause haben. Wir haben das zufällig jetzt vor kurzem wieder bestellt, weil das natürlich auch Verbrauchsprodukte für uns sind. Die gehen alle, man will die dann wieder haben und in dem Paket spart man extrem viel, weil das kostet eigentlich 1000 Euro. Man zahlt dafür nur die Hälfte, 500 Euro. Und das kann man, wenn man will, sogar noch auf Raten zahlen. Man hat halt einfach so viele Produkte. Und das ist wichtig. Man hat die Produkte, damit man sie empfehlen kann. Hier zum Beispiel auch, ne? Das ist ja auch was. Guido Maria Kretschmer kooperiert mit der Lea. Die Sansibar, habt ihr jetzt vielleicht gesehen, auch eine neue Kooperation eingegangen. Bruce Willis, was ist da alles drin, der zeigt da? Guido. Guido hat alles. Ich will euch das mal zeigen, zum Beispiel. Ich habe ja Guido auch mal treffen können, Guido Maria Kretschmer. Und nicht nur, dass das eine mega coole, ehrliche Person ist, sondern der hat auch wirklich ein richtig, richtig schönes Parfum. Guck mal. Und wenn ich überlege, jetzt nur mal angenommen, wenn wir über Geld sprechen, was ich allein damals für mein Lieblingsparfum ausgegeben habe, ne? Wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und das war ein Eau de Toilette. Und ich wusste früher nicht, was das ist. Ich habe mich immer nur gefragt, warum das verdammt nochmal, obwohl es so teuer ist, so schnell alle geht. Weil ich immer sprühe und ich habe das Gefühl, ich rieche bald nichts mehr. Weil ohne Toilette eine schlechte Qualität ist. Das verfliegt schnell. Ohne Parfüm, und das ist das Einzige, was man eher überhaupt produzieren kann ohne Toilette, ist das. Und dieses Parfüm hier zum Beispiel kostet mich als Partner, ich glaube, irgendwas mit 30 Euro. 30, 35 Euro vielleicht. Das sind 50 Milliliter. Mein Lieblingsparfüm ist jetzt zum Beispiel nicht das. Das finde ich auch gut, also wirklich gut. Aber ich bin ehrlich, ich habe ein anderes Lieblingsparfüm, die haben einfach unglaublich viele. Ich mag eher so vanillige Gerüchte. Meins kostet 18,90 Euro, mein Lieblingsparfüm. Und mit diesen Produkten hier kann man Geld verdienen. Und diese Produkte kaufen wir so viel. Nein, du musst die Produkte, um sie über deinen Online-Shop zu verkaufen, nicht vorher kaufen. Wo ich nochmal drauf will, ist zum Beispiel auch hier, der Zeitgard. Den habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Geht mal auf YouTube, geht mal Zeitgard ein. Da findet ihr auch von Dermatest einen Bericht dazu. Ein Bericht dazu, warum ist diese Gesichtsreinigungsbürste besser als das, was meiste, was auf dem Markt ist. Und das ist eben das, wovon wir sprechen, wenn wir auch erstens sagen, Made in Germany und auch Qualität. Ich habe seitdem keine Probleme mehr mit Rasurbrand, weil ich das Gerät hier benutze. Deshalb, das heißt, das war schon ein riesengroßer Mehrwert für mich. Doch, du darfst auch andere Produkte benutzen. LR, wie gesagt, du unterschreibst ja keinen Vertrag. Es wäre was anderes, wenn du jetzt vielleicht so eine Kooperation eingehst und die sagen dir, ja, jetzt kaufst du aber nicht mehr die Produkte von dem und dem, das darfst du jetzt nicht mehr. Nein, das ist hier nicht. Du entscheidest es selber. Und du wirst am Ende definitiv, wenn du die kennenlernst, Lieblingsprodukte finden und dann wirst du sagen, ich werde nie wieder andere Produkte kaufen. Du wirst aber vielleicht auch bei dem einen oder anderen sagen, okay, das, was ich habe, finde ich besser, das kaufe ich in Zukunft weiter. Und dann nimmt dir auch, ist nicht schlimm. Ich persönlich finde das sogar eher ehrlich. Weil, stell dir mal vor, du würdest von jedem Produkt sagen, boah, das ist tausendmal besser als das, was ich jemals benutzt habe. Das ist vielleicht, bei vielen ist es die Wahrheit, das weiß ich, weil ich habe mit vielen Menschen Kontakt, aber vielleicht bei dem einen oder anderen gelogen. Das wäre wiederum völlig falsch. Das finde ich geil, ja. Und soll ich euch was sagen? Da sind wir wieder bei dem Thema. Du wirst auch von den Produkten nichts schlecht. Es sind A, Alltagsprodukte. Sachen werden in Deutschland hergestellt. Das heißt, Deutschland ist ein strenges Land. Das heißt, da gibt es schon mal Qualitäten, auf die geachtet werden muss. Sarah hat es hiermit beschrieben. Eau de Parfum ist nichts schlecht, weil das ist der höchste Parfumanteil, den es gibt. Die Drinking-Gele, die ihr da hinten zum Beispiel alle seht, das sind 90% Aloe Vera, was da drin ist beispielsweise. Das Aftershave, viel Aloe Vera. Der Rasierschaum, viel Aloe Vera. Die Zahnpasta mit Mikrosilber, das Desinfizieren. Das sind eben alles Dinge. Die Produkte, wenn die nicht halten würden, was sie versprechen, würde das ganze Geschäft nicht funktionieren. Dann würde es LR gar nicht mehr geben, weil jeder sagt, okay, das System finde ich cool, aber ich gehe zu einer anderen Firma,
die Produkte gefallen mir nicht. Das würden die Menschen dann sagen und dann wären wir jetzt auch nicht hier. Also, hier, du freust dich auf den Zeitgart, das kannst du auch. Das kannst du auch. Ja, wir freuen uns auch jedes Mal über die Produkte. Wir haben, wie gesagt, die auch immer auf Vorrat und das sind ja wirklich auch Produkte, die man eben verbraucht. Das sieht man ja hier, ne? Das sieht man ja. Die benutzen wir tagtäglich. Das haben wir überall. Das haben wir im Auto, das haben wir hier, das haben wir überall. Hat wahrscheinlich auch jeder von euch in irgendeiner anderen Art und Weise. Das ist das Verrückte an diesem Geschäft. Und deswegen ist es für uns so eine riesengroße Chance. Und auch mit Sicherheit für den einen oder anderen von euch. Vielleicht nicht für jeden. Wenn man zum Beispiel sagt, nee, ich will nicht gerne Zeit investieren, ich habe keine Lust, ich bin zufrieden, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, Geld, Zeit spielt bei mir schon eine Rolle, pflegen tue ich mich auch, dann solltest du dir mal die Frage stellen, was hast du hier zu verlieren? Und es geht auch um Innovativität oder Innovation. Ich meine, vielleicht ist der ein oder andere von euch auch hier, der sagt, hey, Thema Schlaf ist interessant für mich. Also ich möchte euch kurz mal zeigen, dass der Lehrer auch ein bisschen weiterdenkt. Die haben vor einem Jahr den Nightmaster gelauncht. Der Nightmaster unterstützt beim Durchschlafen. Ich kann sagen, ich schlafe viel tiefer seitdem. Canaloa, wenn ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, googelt mal Dr. Michael Küster. Das ist der seit Jahren Top-Schmerztherapien-Doc in Deutschland, immer renommiert vom Fokus. Mit dem haben die das auf den Markt gebracht. Sarahs Oma beispielsweise, ne? Canaloa, positiver Effekt, schmerzlindernd. Das bedeutet, da ist aber kein Antibiotika oder sonst was drin. Das ist rein natürlich. Da wird das CBD aus Cannabis zum Beispiel genommen, weil das super, super innovativ ist. Und der Lehr holt sich da den besten Menschen, den es gibt und hat dieses Produkt letztes Jahr auf den Markt gebracht. Und das hat Sarahs Oma, sie hat es uns erzählt, ne? Ja, also meine Oma ist zum Beispiel, das tut mir schon seit Jahren, wenn ich ihr dabei zugucke, immer wenn sie sich aufsteht, stützt sie sich so ab, so krass. Weil die halt voll die Schmerzen hat, ne, im Rücken und so. Und natürlich voll krumm auch mittlerweile ist. Und sie sagt einfach, das hilft ihr extremst. Und ihre ganzen Freundinnen, und das ist das Verrückte, ne? Ihr müsst nicht wissen, was ich hier mache. Meine Oma hat bis heute nicht verstanden, was wir getan. Aber meine Oma hat Geld verdient, dank und mit LR, mit diesem Produkt, weil sie das ihren Freundinnen erzählt hat, beim Kaffeeklatsch damals, und die wollten es auch haben. Und die hat damals, ich glaube, 250 Euro verdient, weil die ein paar Mal dieses Produkt weiterempfohlen hat. Und das ist das Verrückte. Durch alltägliche Empfehlungen, auch wenn du teilweise am Anfang gar nicht verstehst, was du hier selber tust, kannst du hier halt am Ende dein Geschäft machen. Ja, wir sind jetzt schon fast eine Stunde live. Mir tut auch langsam schon der Hals, also mich kratzt das alles, deswegen trinke ich. Wisst ihr, ihr müsst selber entscheiden, wie ihr das Ganze macht, ob ihr euer Leben seht. Für mich ist es so, ich sehe das und ich sehe das echt krass. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein Dreiviertel von meinem Leben, wenn es gut läuft, gelebt. Und an den letzten Teil will ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht denken. Aber das hier, das was jetzt auf mich zukommt, gerade jetzt, wo unsere Kinder dann immer mehr größer werden, irgendwann erwachsen werden, das ist die Zeit, die ich ganz bewusst leben und genießen will. Und dafür sind wir alle selber verantwortlich. Und das bringt nicht nach links und nach rechts zu gucken, nach oben, nach unten und sich mit anderen zu vergleichen. Man sollte das selbst in die Hand nehmen. Und das können wir euch wirklich nur empfehlen, egal mit was. Das ist auf jeden Fall sehr nett, Ronja. Das Einfachste ist, du gehst auf denjenigen zu, der dich hierzu eingeladen hat. Wenn es keinen gibt, kommst du auf uns zu. Und dann wird derjenige, weil er höchstwahrscheinlich bei uns im Team ist, frag ihn gerne, er wird dir mit Sicherheit sagen, dass er bei uns im Team ist, dich an die Hand nehmen. Das heißt, für all das, was du gerade gesagt hast, Werbung, Stories, Posten, etc., da sind wir bei dem Thema Ausbildung. Für euch auch alle, die jetzt hier zuschauen, bei uns ist es immer so, wir haben Coaching-Gruppen, die starten immer Anfang des Monats. Das bedeutet, für jeden von euch, der jetzt noch bis Ende des Monats startet, dürft ihr auch an diesen Coaching-Gruppen teilnehmen. Das ist eben einfach das, weil wir von Anfang an in diesem Geschäft verstanden haben, wenn wir Menschen erfolgreich machen, machen wir uns selbst erfolgreich. Abgesehen davon bekommst du eine persönliche Einarbeitung, man bespricht mit dir alles durch, man guckt, was du erreichen willst, was du machen willst, wie man dich unterstützen kann und das gucken wir dann individuell. Ich kann wirklich damit reden. Ich würde sagen, es war jetzt echt ein langes Video, immer noch 50 und auch immer noch auf Facebook Leute aktiv. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Meldet euch bei demjenigen, der euch hierzu eingeladen hat. Wenn es keiner war, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüssi.